Eine weitere C-Fan-Mission, Oswalds Patisserie. Eine Fan-Mission, wieder im 64-Cube-Contest-Version. Das heißt, wir haben ja wieder etwas kleineres Level. Diese Mission müssen wir der Schwester von Besso helfen, der wir sowieso schon immer ein Auge drauf geworfen haben. Und die möchte einen Kuchenladen eröffnen. Das Problem ist, es gibt ziemlich viele Konkurrenz und dieser Oswald in der Stadt scheint schon seit Generationen über der beste Konditor zu sein, den es die Stadt wirklich hat. Wir werden ihm ein wenig sabotieren. Wir werden sein geliebtes Rezeptbuch stehlen. Los geht's. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich lese erstmal auf normal los. And Oswald's name his son Oswald. And he too named his son Oswald. Also, and as Oswald given his secret book of receipts to the son Oswald. To that Oswald's son of Oswald hand the secret book of receipts. Okay, ich verstehe schon. Also, es geht hier darum, dass der erste Oswald seinen Sohn auch Oswald genannt hat. Und der wiederum hat auch seinen Oswald genannt. Die heißen alle Oswald. Und die haben dann das geheime Rezeptbuch von Sohn zu Sohn zu Sohn gegeben. So, und ich soll stehlen. The people of the city can only eat so much cake at once. And they buy most of it from Oswald. There's nothing like a sudden drop in quality to make customers shop as well. To give Besso's sister sale a boost by putting mustard powder in Oswald's cake. Okay, wir sollen auch seinen Kuchen sabotieren, indem wir Puderzucker reinmachen sollen oder so, keine Ahnung. Oder ein bestimmtes Puder. Your aim is not to hurt Oswald's business, not the man himself. Don't harm or knock out Oswald. Oh, ich darf nichts mit Oswald anstellen. Escape by jumping into the canal. Okay, wir müssen auf jeden Fall am Ende abhauen. Und hier ändert sich, ja, niemanden töten. Over the years, real cake shops and their owners have been prone to inexplicable bad luck. Have a scout around for sign of foul play. And there's no need to advise your peasants. Don't kill or blackjacking anyone. Okay, das ist sehr interessant. Das könnte wirklich eine richtig gute Mission werden. Und wir haben sogar Startgeld. Und wir haben verdammt wenig Scheiß. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Einfach brauchen wir Wasserpfeile. Vielleicht ein bisschen Moospfeile. Aber so viele auch nicht. Noch zur Not einen zweiten Seife. Naja, einer müsste eigentlich reichen. Wir gehen aber lieber auf Wasserpfeile, weil wir dürfen nicht gesehen werden. Oh. Okay, hier schon mal ein Einbruch. Eine Einbruchsmöglichkeit. Alter. Habe ich einen Federfalltrank gehabt? Nein. Shit. Oh oh. Das war keine so schlaue Idee, aber wie soll ich sonst reinkommen? Übers Dach wäre ich gestorben. Weil ich habe da keine Möglichkeit gesehen, eine Seife anzubringen. Okay. Tretet hervor und lasst euch erkennen. Da ist doch. Oh oh. Wer seid ihr? Hilfe! Na, das ist Oswald. Renn doch nicht weg, Oswald. Ist doch fies eigentlich hier an dieser Stelle. Ich höre eine Kamera. Am schönsten sind die langen Steine. Die fallen mir viel besser als braune. Das war bestimmt eine Ratte. Sind aber ziemlich selten. Steine schreiben mir immer vor, wie du deinen Job so machst. Du hast ihn nicht gehabt. Außerdem versaut man sich auf den Steinen. Ich darf hier keine Kamera auslösen. Dieser Oswald hat hier keine.
Mühen und Kosten gescheut. Du hast jetzt noch jeden gefunden. Was ist hier passiert? Ich war das nicht. Ich speichere mal ab. Obwohl, war das schlau, dass ich schon gespeichert habe. Da geht's nach oben. Ein Dieb. Was macht der denn hier drinne? Der versaut mir alles. Hilfe! Hilfe! Okay, Oswald ist in Panik. Das scheiß Licht nervt. Please pay here. Was haben wir denn hier? Red, first, rolls, second, Cousin, three, a penny for six. Achso, wie viel das kostet. Oh, guck mal hier. Oh, der wieder lächelt. Warte mal, das muss ich mal genau rangucken. Das reicht. Ihr seid fällig. Willst du auch ein? Brot. Tschüss. Ach, hier ist das seine. Oh Gott. Okay, wir müssen das ein bisschen subtiler angehen. Der darf uns nicht mitbekommen. Aber das Problem ist, es ist überall hell. Die Fliesen sind nicht mehr das Problem. Das ist doof. Oh Gott. Der Alarm ist ausgelöst, aber hier passiert nichts. Das ist gut. Es gibt kein Entkommen. Schnell! Hierher! Hilfe! Wer ist das? Warum macht er das? Hör auf damit! Das Rezeptbuch. Wir haben's. Das Ding ist ja auch nicht richtig geknackt. Feuerfeuer wäre nicht schlecht. Kann ich es gar nicht knacken, oder? Nee. Also wir haben jetzt schon das geheime Rezeptbuch. Powder in a pot of cream pot ist ja okay. Leave Oswald alive and consensus escape by jumping in the channel. Find out what happened to be disappearing cake makers. Genau, was mit den verschwundenen Kuchenmachern passiert ist. Also, irgendwo muss eine Information noch liegen. Oh, jetzt habe ich Hunger auf Kuchen. Das ist ja ein geschmackvoller Auftrag. So, der guckt nur in die Richtung. Oh Gott. Der hat mir alles kaputt gemacht. Warte mal, ich versuche mal jetzt um die Ecke. Das ist der Kanaleingang. Was ist das hier eigentlich? Kann man das kaputt machen? Ja, das kann man kaputt machen. Ich darf hier keinen Alarm auslösen, das ist mich richtig am Arsch. Der dreht sich jetzt einmal im Kreise. Was? Was ist mit dieser blöden Kamera? Das sieht mich ja sofort. Stellen wir uns mal so hin. Thank you.
Das ist eine Dusche. Ach, hier wurde die gefoltert. Hier werden die gefoltert. Das ist so eine Wasserdusche. Oder? Wo man so einen Stuhl fesselt. Oh. Und wir wissen, was er mit denen gemacht hat. Das ist ja voll brutal. Also ich wusste nicht, dass so eine Konkurrenz herrscht. Speichern. So, jetzt müssen wir nach oben. Das reicht. Ihr seid fällig. Wer ist denn das? Der hat einen Schlüssel. Leiche. Der hat bestimmt das Ding gestohlen. So, wie mache ich das jetzt mit dem Puder? Please wait to be served. Okay. Aber hier gibt es echt leckere Sachen. Warte mal, ich mache mir mal hier ein bisschen Mosi. Dass ich ein paar safe Stellen habe. So, bei den Kuchen brauche ich noch einen. Wobei, da hinten ist doch... Da ist doch der Cake-Dings. So, jetzt brauchen wir nur noch den Puder. Ich finde dich. Der wird wahrscheinlich hier oben sein, ne? Solange die jetzt gerade suchen. Flaschen, was ist das? Oh Gott. Brot. Und hier haben wir irgendwelche Zahlen. Was bedeutet das? Oh, warte mal, ich mach mal das Licht hier lieber aus. Oh Gott, Oswald kommt. Kämpfe mit mir, Feigling. Ich darf den nicht knockouten. Oh nein, jetzt kommt die auch noch hier hochgeschissen. Warum gehen diese Fackeln nur ständig aus? Das ist auch ein Schlüssel. Nicht schon wieder. Ich finde dich. Nur keine Sorge. Okay, safe mal. Wo bist du, Dieb? Verflixt doch mal. Nein, den Schlüssel konnte ich jetzt nicht klauen. Ich will gerne den Schlüssel haben. Ich will noch einen Taschendiebstahl. Komm zurück, elender Feigling! Ich finde dich. Nur keine Sorge. Müssen die jetzt hier oben die ganze Zeit rumwuseln? Das ist irgendwie jetzt gerade blöd. Ui. Danke. Komm schon raus. Ah, die wurden doch erst heute Morgen ersetzt. Sieh doch! Er ist bewaffnet! Du bist tot, Freundchen. Attacke! So, jetzt müssen sie alle runterlaufen. Geschüttelt. So, jetzt gucken wir uns mal das an. Oh Gott, der Typ ist da. Na Mann. Du legst dich mit dem Falschen an, Dieb. Hey, ist auch noch. Ist auch, du bist clever, was? Ist auch noch Licht. So, jetzt. Wo ist denn der blöde Zucker? Oder das Puder oder was auch immer.
Oh, da hätte ich hochgehen können. Guck mal. Die wurden doch erst heute Morgen ersetzt. Er hatte seine Chance. Ihr nervt. Ihr nervt, ihr nervt, ihr nervt. Tschüss. Du bist schon so gut wie tot. Er wagt es, sich mit uns anzulegen. Mach nur ein einziges Geräusch. Das ist der Kochtopf. Denn dann ist das Zucker gar nicht hier, sondern irgendwo unten. Weil hier sehe ich nichts. Ich gehe nochmal nach oben. Ne, hier ist nichts. Oder habe ich das schon im Inventar? Oder dass ich das wusste? Soll ich den Schädel vielleicht da reinpacken? Du hast es schnell! Hierher! Hilfe! Oh gut, dann suchen wir uns jetzt hier unten mal die Stellen aus. Oh Gott, das Schlimme ist, ich darf nicht blackjacken. Oh Gott. Die beruhigen sich auch nicht mehr, oder? Hey, du! Komm da raus und kämpfe wie ein Mann, elender Strauchdieb. Der Schlafen wird dir noch vergehen! Aus euch mache ich Hackfleisch! Ja. Aua! Das hat mich am Arsch erwischt. Oder darf ich dir auch K.O. schlagen? Komm da raus und kämpfe wie ein Mann, elender Strauchdieb. Nimm das! Gut, wenn ich die alle hochlocke, habe ich unten ja ein bisschen mehr Freiraum. Noch einer. Safen. Mach nur einen kleinen Fehler. Hilfe! Hey, hier ist was. Komm zurück, edler Feigling. Oh Gott. Darf ich den töten? Darf ich. Ah. Noch mehr Loot. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, komme ich hier durch? Nein, ich komme hier nicht durch. Ich wollte jetzt den Mord an die kleine Spinne nicht unbedingt tun, aber ich wäre hier nie durchgekommen, ohne die Spinne zu zerstören. Irgendwas habe ich aktiviert, aber was? Komm schon raus. Kameras habe ich auf jeden Fall nicht deaktiviert. Oh, hat er mich mitgekriegt? Oh oh. Ich darf niemanden blackjacken. Es ist so schwer. Ich weiß noch nicht, wo der das blöde Zucker ist. Ich finde den Feigling. Verlass dich drauf. Nun wirst du für alles bezahlen. Shitty. Hier ist nichts. Könnte auch Moos draufpacken.
Hier ist nichts. Es nervt ein bisschen, dass die da die ganze Zeit rumschwirren. Warte mal, ist das Holz? Ist das hier Holz? Schnapp dir die Ratte! Attacke! Dafür wirst du die Hölle schmoren! Du entkommst mir nicht! Ah! Neue Aufträge? Oh! Gut! So geht's natürlich auch. Komm heraus und stell dich, Dieb! Also ich habe sogar schon ein Loot-Ziel erreicht, was ich nicht erreichen wollte. Aber ich finde dieses blöde, bescheuerte Puder nicht. Wo ist der hin? Ich finde dich. Verlass dich. Auf jeden Fall habe ich hier einen schönen Save-Point. Ich finde dich. Ihr wisst ja, wie das ist. Wenn ich es nicht gleich finden sollte, mache ich einen kleinen Schnitt. Und ich zeige dann euch, wo das Puder ist. Es sei denn, die beruhigen sich jetzt gerade. Dann nutze ich das, die Gunst der Stunde. Und guck mich hier nochmal um. Aber auf jeden Fall werde ich das so machen. Ich werde den gleichen Schnitt machen und ich zeige euch dann, wo das Puder ist. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und es hat nicht lange gedauert. Ich habe nochmal mein Inventar durchgescrollt und ich hatte anfangs... Wo ist er? Hier. Dachte, das wäre ein Heiltrank. Dabei ist das das Powder. Das sieht nur aus wie ein Heiltrank. Ach, naja, das, so kann man sich schnell mal irren. Man sollte auf jeden Fall sein Inventar immer schön im Auge behalten. So, und jetzt müssen wir vorsichtig nach unten. Beziehungsweise, ich muss jetzt mal gucken, wo der Typ ist, der Oswald. Wo er hochgeht. Da kommt natürlich da lang. Gut, hat mich nicht gesehen. So, und dann werden wir noch das Ding sabotieren. Und wir müssen weg. So. Ab in die Kanäle. Tschüssi. Stopp. Moment. Zurück. Ich habe eine Idee. Ich habe noch was anderes entdeckt. Wie gesagt, ich halte... Sind die auf einmal gespawnt? Es gibt noch etwas. So, wir machen das jetzt ganz gut. Wir machen das ganz cool. Weil seht ihr das da? Das ist mir nämlich auch vorhin aufgefallen, als ich nochmal geguckt habe. Da liegt eine Münze und unter dem Tisch ist auch nochmal eine Münze. Und das will ich natürlich noch mitnehmen. Und dann hauen wir ab. So, also wir halten den Pott bereit. Den Pott. So. Noch ein Mosi. Machen wir mal hier hin, so. So, ne, die Wache draußen wird mich wahrscheinlich mitbekommen. Ich save mal kurz ab. Oh oh. Sieh doch! Er ist bewaffnet! So, den Port reingemacht. Das Geld noch mitgenommen. Und wir hauen ab. Tschüss! Hackfleisch. Mit Kuchen. So, jetzt aber wirklich. Auftrag erledigt. Statistik. Wir haben 100% Loot. Wir konnten den einen Taschendiebstahl nicht mehr machen, weil der eine schon tot war. Und wir haben nur eine Spinne getötet. Das war Oswalds Party Sitter. Und ja, eine ziemlich gute Mission. Für dafür, dass sie so kurz ist und wie gesagt für den Contest gemacht wurde, ist die echt geil gemacht. Also mit den Kuchen und so. War schon ganz nett, ne? Deswegen, wie gesagt, ist es jetzt nicht herausragend, aber ja. Und weil es halt so gut passt, gibt es 3 von 5 Cookie-Männchen. Wir sehen uns in der nächsten Fan-Mission wieder. Macht's gut. Tschüss.